Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake American Nightmare. Wir sollen das Lokal erforschen, haben einen Schlüssel bekommen von der Mechanikerin. Dieses Diner hier. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Hier war doch irgendwas mit untersuchen gerade. Ah, ein Koffer. Satellite and now this? That place might be involved. Mount Redtooth Observatory. Okay. Dann nehmen wir uns mal die Schlüssel mit. Hm, 50er Jahre, 60er Jahre. Bin ich überhaupt in der richtigen Zeit? Das sieht ja alles hier wesentlich älter aus. Also zurück zum Hotel und schauen, wo der Schlüssel zupasst. Das Zimmer von Mr. Scratch suchen wir jetzt auf. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Shit. Da hat der Wagen Emma wohl den Sloan, Saft aufgegeben. An innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control, as much as by her das own. Das werdet ihr büßen. Noch ein paar. Oh, der teilt sich wieder. Na, rennen wir mal ein bisschen weiter ins Licht. Okay, wir haben da kein Licht mehr. Nicht gut. Eieiei. Das gefällt mir gar nicht, Jungs. Gucke ich aber erstmal nach der Emma. Emma! Damn it! Why didn't you listen? Morgs. Nicht mehr da. Die kommt bestimmt in der als der Fensternis wieder und wird mich dann sehr wahrscheinlich attackieren. Na gut, dann gehen wir mal hier ins Motel. Schauen, ob wir die richtige Wohnung finden. Das war schon mal das falsche Gebäude. Versuchen wir mal hier unser Glück. Ah, das sieht doch schon besser aus. Weitere Schlüssel. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Ja, zu den Observatorium. The Observatory. Hot on the heels of the Herald of Darkness, the Champion of Light forges on to see the stars. Oha, was ist das? An observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe,
But such insights are not what the Champion of Light is looking for. He has come to find a weapon. Oh, okay. Das geht dann direkt da weiter. Das ist seltsam. Das ist ja dann schon so levelartig gemacht. Das heißt, ich könnte jetzt sehe auch nicht irgendwo, wo ich herkam. Ich muss da nicht hinfahren oder so. Ja, hier endet das dann wieder. Welcome. Aber sehr wahrscheinlich kann ich neu laden die unterschiedlichen Abschnitte. Das geht bestimmt. Oh, hier. Rastplatz, Sternwarte. Genau, und dann könnte ich bestimmt hier laden und würde dann da in der Gegend weiter rum erforschen Sachen. Die restlichen Manuskripte und sowas finden. Das mache ich aber, wenn ich mit dem Spiel erstmal durch bin. Die Sammelwut. Ui, ein Radio. Das hören wir uns direkt mal an. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Oh, splendid! I'm having the time of my life! You know, I didn't realize how much I'd miss that. And what about you, Tor? Ah, it's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah! It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And, this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, old. No, I mean, the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What's he talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Well, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Das werde ich nicht tun. Wir hören uns beim nächsten Radio. Ich habe gerade nochmal gewechselt, die Waffe und den Karabiner gegen die Shotgun ausgetauscht. Da hatte ich noch 30 Schuss drin. Die Finsternis ist wieder hier am irgendwelchen bösen Machenschaften am Machen. Oh, und eine Manuskriptseite, die wir natürlich lesen. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Ja, und deswegen hat er dann später eine Schreibblockade gehabt und 2 Jahre keine Bücher mehr geschrieben und ist nach Bright Falls gegangen. Falls jemand das Hauptspiel nicht gesehen hat, wie ich das geletzplayt habe, das findet ihr auch in meinem Kanal. Und da wird dann erzählt, im Endeffekt die Vorgeschichte zu diesem Spiel. Ui, Munitionsvorrat. Sieht so aus, als ob ich hier erstmal nichts machen kann. Ist die Frage, gehen wir erst da hoch oder gucken wir uns erst hier im Norden um? Ach komm, wir gehen direkt hier hoch. Thank you.
deliveries. Okay, das sieht aus wie Feuerwehrmänner. Nice one. Ja, auf jeden Fall besser für den Nahkampf als der Karabiner. Brauche ich ja nur einen Schuss mit der Pumpgun. Kann ich das aufmachen? Nein. Oh, 15 Manuskriptseiten. Jagdgewehr. Habe ich noch nicht freigeschaltet. Eine weitere Manuskriptseite. I've seen the enemy. And it's me. I faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Scrooge. He's every mean-spirited tabloid story about me. An evil caricature. A creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh. A serial killer, my dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Das war der See bei Bright Falls, dem kleinen Städtchen, wo das Hauptspiel war. Okay, da kommen wir erstmal nicht rein. Schauen wir, ob wir hier direkt hochgehen können. Anybody at home? I'm here for chew bubblegum and kick ass, but you are all out of bubblegum. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Ein weiterer Koffer. 40 brauche ich dafür. Okay, da kriege ich bestimmt voll die Mega-Waffe. Da bin ich weit von weg. Machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.